Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir gegen Flynn gekämpft mit Yuri und gewonnen. Flynn hat sich unsere Gruppe angeschlossen. Wir können ihn aber wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht benutzen. Also können wir doch, aber ich will das alle anderen erstmal aufholen und ja, dauert noch ein bisschen, weil er 2 Level höher ist und so. Fast 1. Ja, die beiden müssen auch noch. Dreck, ey. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Wir stehen kurz vor dem finalen Boss eigentlich, oder vor dem finalen Dungeon, nehme ich an. Und ja, wir hatten schon so 2 Gespräche. Das ist normalerweise immer so ein sehr guter Hinweis drauf. Also wenn 2 Charaktere sich immer irgendwie miteinander unterhalten, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass wir kurz vor dem finalen Boss sind. Und ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder durch die ganzen Städte hier cruisen und gucken, was hier noch alles so an Nebenquests und Cutscene-mäßig zu erledigen ist. Und ja, daran machen wir uns dann in diesem Part. Ich weiß nicht, ob das hier ein bisschen geschnitten wird in diesem Part. Ich glaube, jetzt wenn wir überall noch hingehen, werden wir direkt schon irgendwie was finden und so. Und ja, aber ich glaube, ich werde doch ein bisschen schneiden, aber mal schauen, wie das hier läuft, ne? Erstmal der Wandel der Welt als Skit. Boom. Das ist sehr leise. Okay. Lautstärke auf 1, kein Wunder. Gucken wir uns erstmal, da kommt wahrscheinlich auch noch eine Menge, ne? Entweder das oder alle sterben, ne? Hey, wir reden natürlich erstmal jetzt hier mit allen Leuten, weil wer weiß, was hier noch alles passiert, ne? Wenn überhaupt prüfen, liegt ein Stapel Material. Und ja, dann. Also mindestens hier tue ich alles noch aufnehmen, was hier noch passiert. Aber ach ja, neue Waffen. Ja, auch noch kaufen. Ich konnte für Yuri eine neue Waffe kaufen, aber er ist ja noch Sachen am Lernen gerade, deswegen Hypershock Jojo ausweichen. Was ist denn hier gut? Fluchtsprung. Gerbold, das ist schwächer als was sie jetzt haben. Gemini, oh, formidabler Wandel. Silberschneider. Stärke eines Reiters, Provenanz, beste Kapitel. So, und wir sollten außerdem mal gucken, wer hier, weiß ich nicht, am meisten irgendwie was bekommt. Hier Silberschneider. Warum hast du gerade irgendwas Schwaches ausgerüstet? Ne, du hast, ich glaube, da ist sogar stärkst, was ich gerade habe, ne? So, ich werde jetzt nicht irgendwie gucken, was ich nur sentenzieren kann und so. Alter, warum ist denn der Teil so stark? Ich hab meine an. Boom, her damit. Können sogar noch was Neues lernen und so. Das ist doch geil. Wir sind da. Warte, was? Ach so, weil Dings jetzt weg ist. Okay. Muss ich nochmal neu ausrüsten. Wollte schon sagen. So, wer kann noch was Geiles? Sturmtöter ausweichen, ja. Da ist so teuer. Okay, Rest wird offscreen gekauft. Ja, deswegen ist das hier so schwach, ne? Ja. Kreuzkonter. Mach mal es offscreen, also. Ich nehme jetzt nicht an, dass ich jetzt hier noch, weiß nicht, so zufällig über so einen Kampf oder so stolpern, ne? Oder am Bosskampf oder weiß ich, ne? Also wird schon gehen. So, aber ich übernachte mal gucken, Cutscene und so, und sieht gut aus, ja. Da fällt mir ein, ich wollte noch was fragen. Du sagst, dass du ein Buch suchst. Warum? Oh, habe ich das gesagt? Auf dich dumm zu stellen, Julf, darauf falle ich nicht mehr ein. Er ist mein Vater. Wie? Wer ist dein Vater? Hermes. Bitte? Was? Was um, ich meine, wie? Aber du hast doch all diese Blaster zerstört. Ich habe diese Last ja eben deswegen zerstört, weil es mein Vater war, der sie erschaffen hatte. Warum hast du das nicht früher gesagt? Glaubst du nicht, dass wir das hätten wissen sollen? Ich glaube nicht, dass die Verbindung zwischen Hermes und mir von großer Bedeutung ist.
Dir scheint echt nicht bewusst zu sein, wie wichtig es ist, dein Wissen mit anderen zu teilen. Ach, du zerstörst also die Blastia deines Vaters, um seine Fehler wieder gut zu machen? Nein, so edelmütig bin ich nicht. Ich wollte seinen Schlamassel nur beseitigen, bevor jemand was merkte. Was meinst du damit, dass du es nicht für den Planeten getan hast, sondern für deinen Vater? Ja, ich denke schon. Ich verstehe dieses Gefühl der Verantwortlichkeit nicht. Ich habe keinen Vater, also... Du erinnerst dich nicht an deinen Vater? Er verließ uns kurz nach meiner Geburt. Natürlich kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich ja kaum mehr an das Gesicht meiner Mutter erinnern. Ich verstehe. Was ist das? Ein Andenken an meinen Vater. Ein Thermoblast jetzt zum Messen der Temperatur. Er hat auch Dinge hergestellt, die keinen Schaden anrichten. Hermes muss ein Wahnsinnskerl gewesen sein, einfach so mir nichts, dir nichts, ein neues Blastjahr zu kreieren. Du kannst es haben. Wie meinst du das? Ist das nicht ein Andenken deines Vaters? Deswegen schenke ich es dir doch. Deswegen schenkst du was? Ich glaube, bei dir ist es viel besser aufgehoben als bei mir. Ich weiß sowieso kaum etwas über Blastia. Glaubst du nicht auch, dass es für Blastia besser wäre, wenn du es hast? Moment, aber warum sollte ich... Sollst das Blastia behalten? Sag dir einfach, dass es zu seinem Besten ist. Aber... Okay, wir werden mit schlafen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, okay. Oh, die beiden sind Freunde. Schön. War jetzt zum letzten Kampf. Männer, ja, das ist schon wieder ein bisschen eindeutig. Was macht ihr da? デュークともしてたかになったらと思うと、ちょっとでも強くならなきゃって。いい心がけだね。カロル少年はまあいつも通りだけど、よりお前さんが修行ってのがおっさんちょっと新鮮よ。じゃあやめるか。ええ、そんな。嘆くな少年。俺様が相手してやる。ありがたく思いなさい。ほっほっほっ。あ、なんだレイブン。そんな珍しいことされたらなんか不吉だぜ。 そう言うなってわこうだよ。おっさんだって負けられないときは負けられないものよ。僕とも手合わせお願いします。レイブンさん。二人までその気ならやめられないな。デューク相手にまぐれがちはねえだろうからな。一丁ハードにやるか。よし。うん。よ。Alles klar. Gut, hochmotiviert. Solange der nicht einen auf Alex macht. Du bist neu, oder? Ja. Oh, hallo, wir haben uns bereits kennengelernt, oder? Keine Ahnung. Ja, bei unserer Flucht aus Kaponoa. Keine Ahnung. Das war damals nach der Gefangennahme durch Alexei. Du kannst heilende Art einsetzen? Hm, woher wissen Sie das? Alle Heiler tragen diese typische Mal an ihren linken Daumen, wo ihr Arzt freigesetzt werden. Dieses kleine dunkle Fleck hier, der verriet Ihnen das alles? Ärzte müssen ein aufmerksames Auge haben. Außerdem bin ich auch ein Anwender der heilenden Art. Oma fühlt sich plötzlich schlecht. Es ist zu spät, Herr Doktor. Mit mir geht es zu Ende. Oh nein, das sieht ernst aus. Moment, eine Heilerin darf nicht die Nerven verlieren, wenn jemand ihre Hilfe braucht. Madame, könnten Sie mir Ihre Schmerzen beschreiben und wo sie auftreten? Meine Seite hat Schmerz, so als würde sie ganz fest zusammengedrückt und mein Finger fühlen sich steif an. Hm, nun dann wollen wir uns das mal näher ansehen. Ich fühle mich schon viel besser. Vielen Dank, Herr Doktor. Oh, Sie müssen mir nicht danken. Das ist ja schließlich meine Arbeit. Die heilenden Arzt wurden gezielt auf die kranken Körperteile angewendet. Da gehört schon was dazu. Ja, heilende Arzt können für gesunde Körperteile sogar schädlich sein. Wirklich? Ein überhasteter Heiler kann das Stressaufkommen der Patienten steigern und seinen Zustand sogar verschlimmern. Ein Heiler muss stets ruhig und konzentriert sein. Ich verstehe. Bitte entschuldigen Sie meine Unwissenheit. Nein, nein, du lernst ja noch. Der Weg zum vollendeten Heilen ist steiniger, um es milde auszudrücken. Bitte besuch mich doch wieder. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen möchte. Okay. Du möchtest also eines Tages eine Heilerin werden? Nein, aber trotzdem. Das Einzige, womit ich den Leuten bisher wirklich helfen konnte, war, ihre Wunden zu heilen. Ich möchte mehr darüber erfahren, was ein Heiler macht. Ich würde sagen, du hast eine ganze Menge für uns getan, als bloß unsere Wunden zu heilen. Hm? Ah, vergiss es.
Jedenfalls ist es wohl nichts dagegen einzuwenden, mehr über das Heim zu lernen. Das sehen wir weiter. Ja. Als wir jetzt im Kampf, Frau. Vor allem Frauen. Ist irgendeine von denen über 20? Ich glaube nicht, ne? あいつがタルカロンで人の命を犠牲にしようとしてる限り避けられないわ。どうしたのじゃ、エストル。迷ってるの。あいつと戦うこと。はい。けど迷いを持ったまま挑んでも勝てないですよね。どうかしら。迷うことがあなたのあり方ならそのままぶつかればいいと思うわ。え？いいこと言うわね。それでいいのかも。 私たちは英雄や勇者様じゃないんだから。当たって砕けて。で、ヘルムトン・ガスペリア。迷えば迷うほど、エステルはもっと輝くと、うちは思うのじゃ。みんな、ありがとう。Okay. Obwohl, ich will auch noch mal übernachten, vielleicht. Und dann noch eine Cutscene, weiß ich nicht. So, ach, ich dachte, er wäre wieder der Wunderkoch oder irgendwie sowas. Noch eine Cutscene. Hallo, oh, wo kommt der auf einmal her? Oh, wie geht's dir? Gut, wie mir scheint. Das sehen Sie einfach so? Klar, sehe ich das. Das sehe ich doch an deinem Gesicht. Ach, Herr Doktor, ich bin am Sterben. Entschuldigung, ich war gerade bei der Arbeit. Ist das ein Patient von Ihnen? Ja, offensichtlich leidet er an irgendeiner Herzkrankheit. Halten Sie durch, mein Freund, wir werden den Schmerz beseitigen. Ach, es tut so weh. Scheint nicht zu funktionieren. Hm, unglaubliche Zauberkraft. Ah, die Schmerzen sind weg. Gut. Hm? Vielen Dank, Doktor. Ja, ja, natürlich. Bleiben Sie noch etwas liegen und erholen sich, bevor Sie wieder gehen. Du hast ein ziemlich seltenes Talent, junge Dame. Was habe ich? Ich glaube nicht. Nein, im Ernst, eine Art dieser Stärke einzusetzen, ist eine beachtliche Leistung. Zwar sind deine Fertigkeiten noch recht ungeschliffen, aber du bist die geborene Heilerin. Dir fehlt nur etwas Training. Ja. Okay. Langsam bekomme ich das Gefühl, als würde ich den Doktor betrügen. Du meinst, weil du eigentlich keine Heilerin werden willst? Ja. Ist doch nicht schlimm. Im Krankenhaus geht's runter und drüber. Und du hilfst ihnen aus. Sie wissen es sicher zu schätzen, ist ja nicht deine Schuld, wenn sie aus dir jemanden machen wollen, der du nicht bist. Vielleicht hast du recht. Der Geist von Aunion.世界が弱くなったから協力するなんて厳禁な理由だけどな。世界の危機が人をつなげるか、皮肉なもんね。いいじゃない。気持ちを同じにできたんなら。はい。今はそうでも、未来にはきっと心から同じ気持ちになれる。そう思います。ええ。今回限りの協力で終わらせるつもりはありません。戻った後も僕たちの課題ですね。うん。その前に星神を排除しねえとな。 Okay, gehen wir noch mal hier rein. Hat voll das Déjà-vu. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube schon öfter in dem Spiel. So, der Doktor ist nicht mehr hier. Wann lacht man noch mal? Noch eine Katze. Ha. Oh. 仲間を裏切り逃亡を図る。必要以上の力を得ると急に分不相応の家臣をする。人とは面白きもの。大切に思っていたものに裏切りに遭えば不信となり。 Aber wer hat nicht? Das
それだけに危うく参ります。彼らもいつその力に溺れるか、力を奪い独占戦がために、いつ仲間を裏切るか、強大な敵を目前にした途端、全ての決意の言葉が体現相互に変わるか。シルフ殿は可能ものどもを信じておらぬのか。その可能性はゼロではないと申したかっただけ。何、そうなった時は。 我々連中を滅すれば良いことよ。相変わらずの武田家さ、名主殿は精霊となっても相変わらずであるの。ウンディーネ殿もその楽観的なところはお変わりになっていません。それならば、そなたのその心配性もまるで変わっておらぬ。そなたのことじゃ。 空の最悪のことも必要以上に案じておるのではないのか。1000年前、エンテリケイアと人間がその知恵と力を結集しても封じ込めるにとどまった脅威。精霊となった我らなら、それを滅ぼせるとあの人間たちは言います。しかし、皆まで言うでない。口に出さば不安はさらに大きくなろうぞ。 我らは新たなるこの世界の礎となる力だ。星神など恐るるに足らず。我々の力が星神を倒すに足るとしても、人が星神にたどり着く前に力尽きてしまえば元も子もありません。我々の力を星神に用いるのは人なのです。 そなたはあの者たちの力にかけたのではないのか。他に託せるものがなかったゆえ、最後の希望を彼らにかけました。ならば、しばし静観するのじゃ。あの者らを信じて。我々は存分に力震える時を待とうではないか。 Na, Gnom, sagst auch noch was? Wir haben zwei Möglichkeiten. それは我々の生き方をすればよい。いえ、我々もあの最悪を前にすれば人と同じでございます。ノームどの、我々もあがくだけあがこうぞ。 So ein kleines Meeting zwischen den Geistern. Alles klar. Kann man ja mal machen, ne? So, noch ein Skit. Auf zum letzten Kampf. Ich wusste, da kommen noch ganz viele. やる気がありすぎても足りないのじゃ。あんまり気合い入れすぎて途中でバテんじゃねえぞ。星神を倒したらブラスティアのない新しい世界が始まるんですね。大丈夫ですよ。ブラスティアがなくなってもきっとみんな新しい一歩を踏み出すことができます。オルニオンでのヨーデルやギルドの連中見ただろ。あの様子ならすぐにはうまくいかなくてもみんな少しずつ 新しい生き方ができるだろうよ。未来の可能性は白長スクジラよりも大きいだろう。人々の生きる道を通しているデュークのやり方では星神が倒せてもその未来はない。その未来を守るために僕もユーリ君と一緒に戦うよ。
So. Ist er jetzt da drin? Ich übernachte noch mal. Kostet ja noch 100 Gold. Ne, jetzt kommt nichts mehr. Okay. Gut. So, können wir ja mal den Rest der Stadt hier erkunden. Gucken, was hier noch so ist, ne? Oh. Ist das auch eine Barriere, Blast hier? Ist nicht aktiviert, aber wenn es nicht funktioniert, vielleicht wollen sie es als Symbol für den Schutz der Stadt hier lassen? Ich glaube, ich habe es verstanden. Oh, was hast du verstanden? Warum ich Blastia mag? Für mich sind Blastia wie Geschwister. Geschwister? Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter starb auch, als ich noch klein war. Aber die Blastia waren immer bei mir, auch wenn sonst niemand da war. Was meinst du also mit Geschwistern? Klingt nachvollziehbar. Meine Blastia-Kenntnisse entwickelten sich und wuchsen gemeinsam mit mir. Vielleicht fühle ich mich ihnen deshalb immer so verbunden und regte mich so auf, wenn sie kaputt gingen. Aber bald werde ich mich von all diesen Blastia verabschieden müssen. Geschwister können dich nicht ewig begleiten. Irgendwas musst du auch ohne sie zurechtkommen. Irgendwann, sagst du? Wenn du jemanden triffst, der noch wichtiger für dich ist. Aber nur weil du von ihnen getrennt bist, bedeutet das nicht, dass sie diese wichtige Verbindung nicht mehr versteht. Vielleicht habt ihr recht. Und nur weil ihr voneinander getrennt seid, musst du nicht unbedingt vergessen, wie wichtig sie sind oder wie sehr du sie liebst. Estelle, Judith. Und Rita, du hast viele Menschen getroffen, denen du so viel bedeutest. Stimmt doch, oder? Aber ihr seid noch lange nicht so gut wie die Blastia. Noch lange nicht so gut? Offensichtlich. Du bist schrecklich, Rita. So dankst du mir deine Liebe. So dankst du mir meine Liebe, du undankbares Weib. Ihr seid so nervig und du bist der Schlimmste von allen, alter Mann. Eines Tages wird Rita vielleicht lernen, wie man auf Bekundung von Zuneigung taktvoll reagiert. Mach doch nichts, ich finde, das ist eine ihrer süßesten Charakterzüge. Okay. Oh, warte mal. Okay. Oh, warte mal, ich habe noch eine Idee. Aha. Maria, ich komme wieder. Geh einfach hin und gib dem Blastia einen Namen. Das ist doch ein sehr netter Name. Okay. Alles klar, hat sogar funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm, Flynn, du bist schon lange nicht mehr. Du brauchst mal einen anderen Titel, du brauchst mal ein Kostüm. Du hast nix. Ja, war schon verdächtig. Warum ist da so eine Sprechblase aufgetaucht? Da musste man doch irgendwas machen. So. Ne. So, aber wir sind ja schon fast fertig mit allen, ne? Willst du? Niemand. Okay. So, sind wir ja gleich eigentlich schon hier fertig, wie es ausschaut, ne? Ach, du bist gleich Hund. So, aha. Sian, Juri und Flynn. Hä, wer bist denn du? Hahaha, du hast dich überhaupt nicht verändert, Juri. Ich bin's, Mann. Wir waren zusammen bei der kaiserlichen Rittern. Ich heiße Agorion. Erinnerst du dich wieder? Agorion? Ach, jetzt erinnere ich mich dunkel. Du warst doch derjenige, der immer Essen geklaut hat, nicht wahr?
Nein, das war Archer. Tatsächlich? Das spielt ja auch keine Rolle. Tja, man sieht sich, Augurion. Hey, Moment mal. Was ist denn? Naja, also es ist so, Captain Flynn, Sie kommen wie gerufen. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Ist gut, tut mir leid, ich bin gleich wieder da. Oh, das macht es leichter. Geht es um etwas, was du vor Flynn nicht sagen kannst? Na, wenn das so ist. Die Entwicklung der Stadt hat großen Fortschritt gemacht, aber jetzt scheinen die Leute das Interesse verloren zu haben. Sie arbeiten alle gut zusammen, doch nun lässt die Begeisterung der Leute allmählich nach. Naja, ich würde sagen, es ist ganz normal, dass es den Leuten so geht. Klar, ich meine sicher, die Leute wollen sich auch mal entspannen. Aber einige Leute haben angefangen, ihre Aufgaben auf Flynn abzuwälzen. Auch kleinere Hilfsarbeiten in der Stadt. Worauf willst du hinaus? Ich will die Bewohner an den Unternehmungsgeist erinnern, die sie einst dazu bewogen haben, sich niederzulassen. Ich dachte, wenn sie ein Erfolgserlebnis hätten, dann könnten sie die ganze Stadt vielleicht wieder zusammenbringen. Was stellst du dir denn im Einzelnen vor? Könnt ihr vielleicht losziehen und Baumaterial sammeln, das wir in der Nähe der Stadt nicht finden können? Mit etwas mehr Material können wir die Stadt wahrscheinlich noch weiter verbessern. Naja, wir haben immer einen Baul. Bitte helft unsere Stadt größer zu werden. Na gut, aber sag es bloß nicht Flynn weiter. Natürlich nicht. Ich will nicht, dass er sich allzu viel Sorgen macht. Ja, er macht sich immer viel zu viel Sorgen. Gut, dann sind wir uns einig. Ich danke dir. Es geht immer noch nichts über Hilfe von Ritterkollegen, wenn man in der Klemme steckt. Hol mir bitte von jedem den folgenden Objekten 3 Stück. Goldstaub aus der Sia, hyponische Baumrinde und Josefrucht. Habe ich, glaube ich. Je 3 Stück. Alles verstanden. Ich bin bald zurück. Habe ich, glaube ich, oder? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ihr beide habt schon alles besprochen? Ja, gerade eben. Gehen wir. Ah, ich habe alles, ne? Ja. Oh, hast du sie gebracht? Ja. Es dürfte alles sein, nicht wahr? Mensch, ich wusste ja, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Danke, Mann. Was kommt als nächstes? Du reist aber schnell. Als nächstes solltest du mir Folgendes bringen. Kugeln der Macht, Trendblumen, Kristalle, mystische Kugeln und großer Zahn des Löwen. Ich brauche je 3 Stück. Das ist aber eine ganz schöne Menge. Ja, es tut mir leid. Nein, mach dir keine Sorgen. Ich werde dir die Sachen besorgen und sie bisher bringen. Vielen Dank. Überhaupt nicht verdächtig. Worum ging es denn da, Juri? Nichts, worüber du ja deinen hübschen kleinen Kopf zerbrechen müsstest. Du findest, ich bin hübsch. Okay, der ist jetzt weg. Okay. So, aber ist hier nichts. Doch. Fehlt uns eine Reinigkeitsfimmel, wie üblich. Ach ja, ich würde sagen, das ist ganz normal, sauber. Moment, was ist das für ein Buch? Oh, es ist eins dieser Bücher, die wir noch brauchen. Das heißt, zum neuen Ufern der Hoffnung. Volltreffer, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Oh, sehr gut. Jo, du wirst es wohl nie lernen. Na schön, du kannst das Buch haben. Nimm es für die Prüfung. Vielen Dank. Vielen Dank. Du nah aufgesetzte Höflichkeit ist noch schlimmer als das direkt zu fragen. So, ich glaube, uns fehlt jetzt nur noch ein Buch, ne? Kann ich da irgendwo nachgucken? Ja, wo sind die Sachen? Ne? Das ist jetzt die Frage. Hm. 1, 2, 3, 4. Ja, eins fehlt noch, ey. Ich meine, ich habe doch schon alle Städte hier abgegrast. Okay. Du standst vorher nicht da, was? Ne, was? Ach, da unten war ich noch nicht. Du. Nein. Nein, legit. Okay. So. Haben wir mit allen geredet, ne? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Ist der Doktor jetzt da drinne? Keine Ahnung. Hat sich irgendwas geändert? Ich weiß es nicht.
Ich gehe noch mal übernachten. Ich nach dieser Szene mit Rita, da ging es ja auch irgendwie um ihre Eltern, ne? So wie bei dem Gespräch mit Judith. Aha, ich bin gut. Du liest immer noch in diesem Buch? Ich bin gerade auf einen richtigen interessanten Abschnitt gestoßen. Puh, dein Papa war wirklich ein beeindruckender Mann, Judith. Warum? Hermes hatte bereits die Machbarkeit der Elementargeistumwandlung hergestellt. Ja, aber das ist bei so einem klugen Mann doch nicht weiter verwunderlich. Aber nicht für den Einsatz in der aktuellen Krise, sondern eher als Möglichkeit für eine sehr, sehr ferne Zukunft. Wenn die Menschen schon lange ausgestorben sind und wohl auch die Intellexia selbst die Welt verlassen haben, wenn der Planet Terka Lumiris sich seinen Lebensabend nähert, dann wird die gesamte Erde auf dem Planeten den Geisterumwandlungen unterzogen, und zwar mit Hilfe von Mana. Aber gegenwärtig wird die Geisterumwandlung ziemlich überraschend von Menschenhand durchgeführt. Obwohl die Menschen und die Welt selbst dazu noch nicht bereit sind. Jetzt müssen wir einen Weg finden, all diese Dinge auch weiterhin zu tun. Alle diese Dinge, wofür die Menschen schon so lange Blastia und Ea verwenden, dass sie sehr als gegeben hinnehmen. Ja, aber dieses Buch geht sehr detailliert auf die Fernheiten von Ea ein. Und nicht das, was hier steht, und meine eigenen Kenntnisse nutze, um Experimente mit Elementargeistern durchzuführen. Könnte ich vielleicht eine Methode zur Herstellung neuartiger Blastia entdecken, für den kein Ea mehr benötigt wird? Tatsächlich? Seine Formen sind etwas kompliziert, aber ich glaube, ich würde sie gerne einmal ausprobieren. Ein Hochleistungsmodell wie eine Barriereblastia ist damit vielleicht nicht möglich, aber irgendwas ist besser als gar nichts, richtig? Ja, natürlich. Ich bin mir sicher, dass du das schaffen kannst, Rita. Ich kann es kaum erwarten, damit anzufangen. Vielleicht probiere ich schnell mal ein oder zwei Experimente. Nein, du sollst nichts überstürzen. Wir müssen für die bevorstehenden Kämpfe in bester Verfassung sein. Ja. Na dann, gute Nacht. Na gut, ein bisschen Schlaf wäre vielleicht ganz nett. Okay. Gut, dass ich ja noch mal übernachtet habe. Ja, gehen wir noch mal übernachten. Ah. Aber ich nehme an, die Cutscene kam jetzt, weil ich jetzt da, weiß ich nicht, das Ding in der Mitte untersucht habe. Da blast ja, ich weiß es nicht. Irgendwie anders getriggert oder was? Steht nicht. Jetzt steht der Typ da. Er stand da auch jetzt erst da oben. Warum steht denn der jetzt hier? Was zum? Ist es gelungen, das Material zu sammeln? Anscheinend schon. Was aussieht, hast du offenbar nicht alles. Oh. Dann steht doch nicht vorher da. Ist jetzt hier was? Wenn ich die NPCs, die bewegen sich hier die ganze Zeit hin und her, habe ich so ein Gefühl. Das ist verdächtig, das. Jetzt steht hier oben nicht mehr jemand, jetzt steht er da. Ich weiß es nicht. Das macht mich ein bisschen nervös, aber jetzt erstmal hier speichern und dann, weiß ich nicht, gehen wir mal irgendwo anders hin. Nach Sophia ist es immer so groß. Ich habe keinen Bock, immer da hinzugehen, ne? Wo ich eigentlich anfangen müsste damit, ne? Das ist das erste Ding, ne? Aber das, die Stadt ist immer so groß, deswegen tue ich mir immer bis zum Schluss aufbewahren. Ich würde sagen, ich speichere erstmal. Es gibt scheinen ja auch keine zu kommen. Das heißt, ich sehe euch dann, wenn ich hier in der, ich glaube, Festung Daedon als erstes hingehe. Ne? Und ja, wenn ich dort finde, dann schneide ich euch rein. Und ja, bis gleich, sage ich dann mal. Hey, bist du nicht der Sicily? Hey, buongiorno. Buongiorno. Professor Sicily, buongiorno, Junk. Ach, dabei der Roboter. Ah, meine Amici, buongiorno. Ja, du bist aber plötzlich gesellig. Na und, was soll denn daran verkehrt sein? Ich habe ja nicht gesagt, dass da irgendwas verkehrt wäre. Ha, du bist mal ein bisschen eifersüchtig, was? So ein Quatsch. Da fällt mir auf, dass das hier genau dieselbe Stelle ist, in der wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Seht ihr wieder Blütenblätter oder sowas ähnliches? Nein, nichts dergleichen. Es ist nur so. In letzter Zeit fehlt mir jegliche Motivation. Ein so großes Genie wie Professor Sicily braucht viele Motivation, Junk. Wenn das so ist, was hältst du davon, eine gewaltige Waffe für uns zu machen? Sieh, nun. Ich interessiere mich zwar momentan nicht sehr für Waffen, aber weil ihr so lange schon Amici seid, vielleicht. Du wirst es also tun?
Sie, wenn ihr etwas tut, um mir Motivation zu geben, mache ich euch eine hübsche Waffe. Etwas, um mich zu motivieren. Jetzt redet er schon wieder so ein Zeug. Jedes Mal, wenn ihr eines dieser motivierenden Dinge, erledigt, mache ich eine Waffe für euch. Ein Angriff motivierend oft wiederholen. Ein Angriff motivierend viel Schaden zu fügen. Was? Motivieren viel Geld halten. Viel Glück, ja. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollen ihn motivieren, so wie er es uns gesagt hat. Tja, ich glaube, niemand kann uns dazu zwingen. Naja, warum versuchen wir es denn nicht einfach? Es könnte ja ganz nett sein, ein wenig Motivation zu vertreiben. Ja, anscheinend habe ich das erledigt. Oh ja, offenbar einen Gegner motivieren, viel Schaden zugefügt. Congratulations. Mensch, wieso müssen wir denn all diese Aufgaben erledigen? Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Kostüm, Messband, was und ihnen sogar der Teil ist garantiert, aber kein Schutz. Wie lang ist es? Wie kurz ist es? Lungjukorto, das ist die Fundamentalwerkzeug der Datenmessung. Ja klar, sicher doch. Aber willst du damit sagen, dass ich damit auch richtig kämpfen kann? Eine gute Wissenschaftlerin beschwert sich nicht über ihre Werkzeuge. Naja, wahrscheinlich hast du ja recht. Das sind die motivierenden Dinge, die ihr noch erledigen müsst. Den Angriff motivierend auch wiederholen. Ja, 30 Personen motivieren, schnell erledigen. Also einfach irgendwie so random Sachen oder was? Lass mich ran, das ist wahrscheinlich voll die schlechte Waffe, ne? Gibt uns aber Sachen, das ist klar. Beträgt 0 oder wird verdoppelt. Möglich im Spiel ab und zu sich unmittelbar nach den Zaubern zu bewegen. Die sind gar nicht mal so schlecht, die Waffen. Was? 640, das ist gar nicht mal schlecht. Oh ja, offen eine motivierende Kampfauswertung erhalten. Congratulations. Ja, alle haben sich sehr schwer angestrengt. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Katzenspielstab. Kleiner Stab, der den Katzen in den Wahnsinn treibt, wird den Jagdinstinkt der Katze. Dieser Schönheit kannst du einen bezaubernden Miau-Miau-Angriff ausführen, um dich alle Katzen beneiden werden. Ich danke dir vielmals. Okay, muss ich jetzt nicht jedes Mal sagen, Kollege. Also muss ich für jeden Charakter jetzt hier irgendwie was machen und dann kriegen wir neue Waffen. Ich habe gerade für sie eine neue Waffe geholt, Kollege. Was hat ein Stab, Katzenspielstab, Heilige nach Schlaf. Schrittweise KP wieder, was? Natürlich. So, wer jetzt? Judith. Wird offenbar einen motivierenden vielen Kämpfen teilgenommen. Congratulations. Ja, ich glaube, ich habe so viele Kämpfe gemacht. Ich glaube, ich habe schon alles erledigt davon. Ne? Ja, ich hoffe, das hat dich kräftig motiviert. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Windfeger. Ein Wesen, mit dem das Deck geputzt wird. Wird man getroffen, tut es weh. Hey, pass auf. Es gehört diese geheimnisvolle legendäre Werkzeug dir. Trägst du ein Marktkostüm, taugt doppelt so viel. Trägt sie ja gerade. Ich verstehe. Ich werde mir größte Mühe geben, es in voll einzusetzen. Was hier sind, bla 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 bla. Okay, wenigstens kriege ich jetzt hier neue Sachen zum Lernen. Erstmal eine Windfeger Versuchung. Okay. Aber sehr komische Fähigkeiten, die ich bekomme dadurch. Offenbar einen Kampf motivierend schnell beendet. Congratulations. Ja, naja, im Grunde ist das nur LP zu verlangen. Für deine Hundemühe gebe ich dir das hier. Grillhähnchen. Sieht gut aus, ist aber aus Metall. Es kostet viel Arbeit, aber die Form hat keinen sinnigen Grund. Hier sind ein paar gegrillte Spieße. Schön heiß, fresco und delizioso. Wuff, 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 wuff. Mir persönlich sind gekochte Geflügelmägen lieber. Ach ja, vielleicht wird dir das ebenfalls helfen. Murakumo, man weiß nichts über dieses Schwert. Es wurde wohl von mehreren Schmieden repariert. Danke. Jetzt sind jetzt beides Waffen für Repeat oder eine dafür für Juri Grillähnchen. Glücksfall beim maximalen Glück wird man nach einem Co. ab und zu automatisch wieder wird das Standardglück um 30. Und eine war eine halbwegs anständige Waffe sogar 745. Ja, Geschwindigkeit von Arztangriffen. Geschwindigkeit von Arztangriffen, ja. Ja, cool.
So, wer jetzt? Oh, ihr seid auf meinen Kampf motivierend entflohen. Kongratulation. Ja, das war ganz schön schwer. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. War voll schwer wegzurennen. Ne? 765 Kilogramm. In das Gesicht eines Mannes in eine mysteriöse Zahl eingraviert sind. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Anspielung an irgendwas. So, allerseits, nun gehen wir unter die Erde, um ein Tänzchen aller Sisley zu veranstalten. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. 1, 2, 3, 4. Schwergewicht. Der Körper wird schwer, um Taumeln zu verhindern. Jetzt wird auch die Geschwindigkeit. Ah, also so weit wie Rom, was Juri hat. Oh ja, offenbar motivieren viele Objekte synthetisiert. Kongratulation. Ei und all die kleinen Details waren echt anstrengend. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Getrockneter Tintenfisch. Gut, wenn man Lust auf einen Snack hat. Ist allerdings aus Gummi, also kann man ihn nicht essen. Ein Tintenfisch, perfekt für Notration. Der getrockneter Tintenfisch ist ziemlich lecker. Einfach salzen und über Nacht trocknen lassen, das hält sich ewig. Der König der Meeresfrüchte. Wo wird zum Ring hält der da eigentlich? 2, 3. Galt halten, habe ich gelesen, das werde ich ja wahrscheinlich auch schon. Ich mache keinen Schaden durch das schlechte Ergebnis der zufälligen Technik. Okay. Wir sind gar nicht mal so schwach, die Waffen, also ja. Du hast offen war in letzter Zeit nichts Besonderes Motivierendes getan. Oh, ich verstehe. Okay, verdammt. Ja, motivierend oft wiederholt. Motivieren viel Galt halten. 30 Personen in einer motivierenden Zeit besiegen. Okay, keine Ahnung. Aber das ist jetzt gerade passiert. So, ich glaube jetzt noch mal hier drinne. Hoffe, hier kommen noch ein paar Cutscenes. Ich habe so ein Gefühl, diese ganzen Sachen, die werden, also nicht, wenn ich noch ein paar Stunden spiele, dann kriege ich die schon alle. Keine Ahnung. Weil das eine, das klang irgendwie so, als müsste ich irgendwie Gegner schnell besiegen. Und das haben wir doch schon, glaube ich, ne? Mit Repeat erledigt oder so. Was zum... Warte. Danke für die wunderschöne Geschichte. Die Geschichte. Meinst du die Geschichte, die sich Estelle ausgedacht hat? Wer bist du? Ich war ja schon seit Generationen am Stamm dieses Baumes. Falls du meinen Namen geben möchtest, kannst du mich als das Blumenmüpfchen aus deiner Geschichte bezeichnen. Ich soll damit sagen, dass das tatsächlich geschehen ist? Diese Kinder haben mich gesehen und ich befürchte, dass sie ein böses Gerücht im Umlauf gebracht haben. Meinst du die Geschichte vom Geist der Braut? Ja, und ich habe sogar meine Schleier fallen lassen. Oder gehört er also dir? Hier, ich möchte ihn dir wieder zurückgeben. Nein, den darfst du gern behalten. Dank deiner Hilfe wurde dem bösen Gerücht ein für alle Mal ein Ende gesetzt. Aber nein, ich meine, ich habe diese Geschichte doch nur erfunden. Nein, ich werde dir einen weiteren Beweis meiner Dankbarkeit geben. Wie? Ich habe dir eine neue Fähigkeit verliehen. Vielleicht wird sie dir helfen, deine Gefährten zu beschützen. Leb wohl. Ah? Was war denn das? Elementargeist, glaube ich. Was? Aber ich hatte gedacht, Elementargeister würden nur aus Intellexia entstehen. Hier gibt es eine Barriereblastia, also existiert ein Blastia-Kern, durch den ein Elementargeist entstehen könnte. Die Macht von Estelle hat eher in den Kern gebracht und dadurch wurde ein Elementargeist geschaffen. Und vielleicht haben der Baum und das Blastia das selbst getan? Hm, sehr interessant. Dann würden die Blumen aber gar keine Rollen spielen. Ah, findet ihr die Vorstellung eines Blumengeistes nicht auch ein wenig romantisch? Mein Schluss steht fest. Sobald der Kampf gegen den Artefakt zu Ende ist, werde ich Schriftstellerin. Was? Ich will Freude stiften können, so wie das bei den Kindern und diesem Geist der Fall war. Ich will alle glücklich machen, so wie die Leute in dieser Stadt. Das gefällt mir. Es gefällt dir, aber Estelle ist doch die zukünftige Kö... Autsch! Also schön, gehen wir. Kraftfeld. Ah, was? Kommt direkt noch was. Oh, du bist es. Sieh dir das an. Das ist Magie, die auf der Nutzung von Geistern basiert. Ist aber noch nicht ganz fertig. Ziemlich toll, was? Er hat geschafft, die Geisterformel zu knacken. Nee, das ist doch nichts Besonderes. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt, dass du so einen Zauber hinbekommen hast. Hey, bitte übertreib nicht.
Trotz eurer Einwände habt ihr bereits mit der Geisterforschung begonnen. Ist das nicht etwas heuchlerisch? Wir haben die Blaster-Forschung noch nicht aufgegeben. Wir haben diese Forschungsarbeiten lediglich um einen Bereich erweitert. Naja, ich habe ja nichts dagegen. Also, was für eine Art Formel ist das? Sei nicht so neugierig. Wir sind alle Magier aus Aspir, oder? Also können wir einen zivilisierten Umgangston miteinander pflegen. Können wir uns darauf verlassen, dass der Aufbau dieser Formel ein aspisches Geheimnis bleibt? Natürlich. Als erstes sieht man eine Textformel außen um die Kante, um das Feuerattribut zu isolieren. Jeder schien ziemlich besorgt, aber jetzt sieht sie aus, als ob sie recht gut gelaufen, als ob es recht gut laufen würde. Sie sind eben Forscher. In ihrem Drang, neue Dinge zu untersuchen, sind sie kaum zu bremsen. Ja, auch wenn sie älter sind als Rita, sind Magier letztendlich doch alle gleich. So funktioniert das also. Aber dieses Teil haben wir bisher noch nicht verstanden. Wie würdest du das machen? Ich hab's, und zwar so. Okay. Oh, mit Ruinen. Oh, ist das Dingens? Wie heißt er nochmal? Meteorstorm? Hey, hey, das ist einfach zu mächtig. Tut mir leid. Aber ich glaube, das können wir verwenden. Ja, was meinst du? Ja, habt ihr etwas dagegen, wenn ich es verwende? Nun, wir würden etwas weniger Instabiles bevorzugen. Wir werden sehen, ob wir nicht eine etwas praktische Richtung einschlagen können. Gut, gib mir auch noch etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Wenn wir eine bessere Anwendungsmöglichkeit für diese Formel einfällt, lasse ich es euch wissen. Herzlichen Dank. Meteorensturm, jawohl, das war sogar. Meteorstorm. So einer der stärksten Zauber, normalerweise. Profizauber, ruft große Meteoroiden bei, die sich vom Himmel auf die Erde schießen, wenn sie einen Schaden anrichten, jawohl. Nur noch Indignation, ne? Dann haben wir, weiß ich nicht, schon so eine ganzen Haufen bekannter Zauber. Ja, vielleicht bekommt es ja, weiß ich nicht, als Mystic Art, wenn es hier mehrere gibt. Bei Indignation ist, weiß ich nicht, ich glaube, der stärkste Zauber normalerweise. Obwohl in Tales of Graces F konnte Sharia, die konnte auch, glaube ich, Indignation normal einsetzen, ne? Ach so, ja, nee, wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit der Regen, geh weg. Dann gibt es noch Meteorstorm. Keine Ahnung. Hi. Müssen wir übernachten hier? Oh, nix, okay. Gut, dann, ich glaube, da war es dann für diesen Part, ne? Erstmal. So, jetzt ist es hier nachts und ich bin jetzt etwas paranoid. Kommen jetzt hier neue Events, die jetzt nur nachts irgendwie zur Verfügung stehen oder so. Soll ich jetzt hier noch mal durch die Gegend rennen und gucken, ob hier irgendwas zu finden ist? Ich weiß es nicht. Ach, Barriere muss ich ja noch angucken. Kraftfeldbarriere. Eine Barriere, ja, vor allem Moment von gegnerischen Angriffen zu schützen. Okay. Ja, wie gesagt, die meisten Angriffe, weiß ich nicht, kenne ich nur auf Englisch irgendwie. Kraftfeld habe ich direkt irgendwie im Kopf übersetzt, Barriere. Also ja. Tiger Blade. Fang Blade. Lightning Tiger Blade. Tales of der, bis war ja eins meiner ersten Tales of Spiel, deswegen kenne ich die meisten Angriffe irgendwie nur auf Englisch irgendwie. Ich habe irgendwie so einen Angriff, das ist wütende Brunst, ne? Und ich war auch ein Idiot, das ist Raging Blast. Vor allem, das sieht auch so aus. Irgendwie Yuri tut dann irgendwie, weil nicht seine Handfläche irgendwie angreifen und explodiert irgendwas, ne? So sieht der Angriff in Tales of the Abyss auch aus, wenn Luke den einsetzt. Raging Blast. Brusch. Ja, wütende Brunst, weißt du, sowas habe ich gar nicht so eins und eins übersetzt irgendwie. Oder irgendwie offensichtlich ist. So, jedenfalls hier ist alles erledigt. Warte mal, ich gehe noch mal da übernachten. Ich gehe einfach überall übernachten. Hat sich irgendwas geändert? Weiß ich nicht. Waren diese Ringe schon vorher da? Ich weiß nicht.
So, vielleicht hat sich hier noch mal was getan. Hi. Ja. Jetzt hätte sie ein echtes Biest angegriffen. Man muss sich nicht etwas aus. Na los. Geht mir nicht. Na, schade. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Nehme ich mal an, das waren jetzt, weiß ich nicht, so 45 Minuten, glaube ich. Und ja, in der nächsten Folge gehen wir dann mal weiter erkunden. Der nächste Ort müsste dann Dings sein. Ja, da komme ich ja nicht hin. Kann ich mich auch nicht hin teleportieren. Kapunor, boom. Ach, ich kann nicht. Ich bin da gar nicht auf der Weltkarte. Da kann ich mich doch gar nicht teleportieren. Ich will außerdem vielleicht nicht zu nah an Aspio rangehen, weil nachher werde ich da irgendwie rein katapultiert oder so, weil das ja irgendwie die Final Dungeon ist, Fragezeichen. Und ja, deswegen sage ich, ich beende Bad hier. Vielleicht bin ich ein bisschen hier, weil nicht die Sachen hier am Leveln, weil jeder irgendwie was am Leveln hat, außer Raven. Da brauche ich nämlich eine Menge Asche für. Und ja, ich sage, ich bedanke mich alles für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bug gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.